noch einer dermaßen furiosen Vorrede bleibt mir natürlich nicht mehr allzu viel übrig zu sagen. Vielen Dank. Freut mich immer, wenn jemand meine Arbeit macht. Heute früh war zweimal die Rede vom Bodenleben und ich habe versucht nachzufragen, habe das irgendwie unglücklich formuliert. Die 16 Tonnen, die da nicht so richtig zur Sprache gekommen sind, waren natürlich keine Wurzeln, sondern das restliche Bodenleben gemeint. Dieses restliche Bodenleben hat, ich habe das jetzt gerade mal zusammengerechnet anhand der Zahlen des Bodenatlases von der Böll-Stiftung, hat eine Anzahl je Kubikmeter Boden oder je Quadratmeter, weil ja die ersten 10 cm plus Bodenleben sind, eine Anzahl von 10 hoch 39 Individuen. Ist jemand Banker? Kann jemand das aussprechen? Der gleiche Quadratmeter hat beim Sepp Braun 400 Regenwürmer. Welche von beiden Varianten des Bodenlebens, das Mikrobiom mit Pilzen, Bakterien und Algen, so wie es beim Bodenatlas drin steht, oder die 400 Regenwürmer, wer hat hier mehr Manpower? Wenn ihr pfiffen wird und gesagt wird, jetzt arbeiten, wer ist schneller fertig? Die Pilze. Wahrscheinlich das Mikrobiom, weil 10 hoch 39 Leute, da sind einige Brigaden, einige Kompanien oder einige Arbeitsgruppen mehr als wie die Regenwürmer. Was die Regenwürmer weder gut noch schlecht macht, sie sind einfach einige zu wenig, um die gleiche Leistung zu bringen. Wir befassen uns viel zu wenig mit dem Mikrobiom, mit der Mikrobiologie im Boden, denn die machen den Hauptanteil der Arbeit. Sie gehören zum Bodennahrungsnetz, genauso wie die Bodentiere da drin. Und das gesamte Bodennahrungsnetz gehört beachtet, wenn wir es schaffen wollen, Landwirtschaft zu regenerieren. Und das ist der Begriff für den Wiederaufbau von Humus im Boden. Regeneration von Humus, das müsste hier ein anderes Bild kommen, Regeneration von Humus ist der Kern der regenerativen Landwirtschaft. Im internationalen Sprachgebrauch heißt es ja, put the carbon back in the soil, also tut den Kohlenstoff von da oben, da ist schon genug, wieder runter in den Boden. Darum geht's. Und das macht das Bodenleben in seiner Gänze. Und ich habe deswegen auf die Mikrobiologie so explizit hingewiesen, weil die da vorrangig dran beteiligt ist. Einfach mehr Manpower. Macht man das so, dann kommen solche Ergebnisse raus. Das ist ein Maisbestand in Oberösterreich. Dort hat es unendlich viel geregnet, genauso viel wie in Bayern. Normalerweise unter schlechtesten Bedingungen bestellt. Ich habe im April und im Mai die Felder, die hier fotografiert sind, gesehen und dachte, um Gottes Willen, du musst im September nochmal hin. Oh Gott, und das vor Leuten. Wir waren völlig platt, wie das dort ausgesehen hat. Der hat 9,5 Tonnen gedroschen. Noch dazu mit einer sogenannten leistungsschwachen Liniensorte. Jeder baut ja Hybriden an, weil es irgendwie besser sein soll. 9,5 Tonnen haben aber andere unter besseren Bedingungen auch bloß zustande gebracht. Was war der Grund, dass der unter widrigsten Bedingungen so viel geerntet hat? In 4,5 Jahren 3,5% Humusaufbau. Nachgewiesen über das Klimaschutzprojekt von der Ökoregion Keindorf, also GPS vermessene Bodenproben. Das war der Humusaufbau. 3,5 durch 4,5 ist 0,88. Man kann 0,8% pro Jahr da reinpacken. Wenn wir die Hälfte schaffen, 0,4%, so wie bei der Pariser Klimaschutzinitiative ja gesagt, wenn wir es alle schaffen, 0,4% pro Jahr da unten reinzupacken, macht nicht nur die Landwirtschaft Spaß, sondern dann kriegen wir das Problem, was uns in wenigen Jahrzehnten überrollt, wahrscheinlich noch gebacken. Mehr zur Pariser Klimaschutzinitiative ist von Ute Schöp sicherlich da hinten zu lesen. Wie sind die natürlichen Muster, die autochthonen Vorbilder zu verstehen, wie Humusaufbau funktioniert? Ich möchte hier zwei wesentliche solche natürlichen Vorbilder des Humusaufbaus anführen. Das eine wird sicherlich bei der Anita Edel nachher noch im Vortrag kommen. Das sind Graslandschaften und grasfressende Tiere in Interaktion. Bei der Betriebsvorstellung vom Sepp Braun kam das ja auch vor. Kam das ja auch durch, dass der Futterbau und die Rinderhaltung dort ein wesentlicher Faktor sind. Aber
Es gibt möglicherweise auch Betriebe, denen das nicht so zugänglich ist. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns dieses Muster aus mikrobiologischer Sicht vergegenwärtigen. Und zwar geht es um die mikrobiellen Prozesse hier drin. Das sind immer Stoffwechselprozesse. Und zwar finden hier mindestens zwei statt. Der eine Stoffwechselprozess hier drin und der andere Stoffwechselprozess da drin. Wie laufen die ab? Wenn sich so eine Kuh vollfrisst, jeden Tag mit zwei, drei Schubkarren voll, und dazu noch ein Drittel IBC Wasser hinterher, so ungefähr, also ein Sechstel des Körpergewichtes jeden Tag Durchsatzleistung. Man stellt sich das mal als Mensch vor. Wenn sich so eine Kuh also ordentlich vollgefressen hat, mit frischem grünem Gras bitte, beimpft sie das Futter mit ihrem Speichel, mit einem sauren pH-Wert, runter in den Pansen, dort sind 37 Grad, da geht der Prozess schön schnell, wird fermentiert. Warum wird da das Gras zuerst fermentiert, ehe dann die anderen Stoffwechselschritte im Magen-Darm-Trakt folgen? Die Tierärzte mögen mir verzeihen, ich bin kein Mensch, der sich mit Tieren ganz gut auskennt, nur halb gut. Warum wird es zuerst fermentiert und nicht zuerst zerlegt mit Natronaufschluss oder weiß ich was noch so für Möglichkeiten am Markt sind? Ein Schredder könnte ja da drin stehen in der Kuh. Ein Supermixer für Gerstengras. Weil das der Beginn der huminstoffbildenden Prozesse ist. Und deswegen habe ich das vorhin da rangeschrieben. Huminstoffbildende Prozesse sind der Kern der regenerativen Landwirtschaft. Man sieht es in der täglichen Praxis. Hier liegt ein Silo, darunter ist natürlich Grassilage. Der Silosickersaft läuft raus und ist genau an der Kante der Folie noch irgendwie so grün-gelb. Ein paar Zentimeter weiter so schwarz. Warum? Der hat da kein Straßenteer da reingeschmissen. Weil die Huminstoffbildung die Voraussetzung für folgende mikrobielle Stoffwechselschritte ist, Huminstoffe zu bilden. Und da müssen wir ansetzen. Wir brauchen fermentative Prozesse, um Huminstoffe bilden zu können. Diese Fermente bleiben nicht ewig da, sondern sie sind ein Teil des ganzen Ablaufs. Wenn man das so umsetzt, finden sich in der Graslandschaft, und zwar hier auf Sandboden, wo angeblich keine Regenwürmer existieren können, weil sich die Bäuche abschlitzen, das ist eine wissenschaftliche Meinung am Zwölf Müncheberg. Das sage ich jetzt nicht mehr. Findet man unter diesen Grasböden durch die Fermentaktivität so einen Haufen Regenwürmer. Und der Betrieb macht nichts irgendwie Spezielles, sondern der gibt seinen Tieren zusätzlich zum Futter nur ein bisschen eigenerzeugtes Ferment und die Gülle wird fermentiert, mehr ist nicht. Viele andere Schritte, die dazugehören würden, macht er nicht, weil er sie nicht kennt. Trotzdem, so ein Ergebnis. Und im Übrigen ein Durchwachsen, ein durchgängiger Futterwuchs über die 8 Vegetationsmonate, auch bei Trockenheit. Das ist eine Leistung der Huminstoffe. Ein zweites natürliches Muster der Huminstoffbildung ist der lichte Laubwald. Auch wieder Anleihe bei Sepp Braun. Das Laubfutter hat so eine ähnliche Funktion. Dort in dem lichten Laubwald werden etwas mehr Lignine gebildet. Das sind diese langkettigen Kohlenhydrate, die vorhin gerade zur Sprache kamen. Diese Lignine sind eine Voraussetzung für die Humusbildung. Die Mikrobiologie im oberflächennahen Bodenbereich unter diesem Laubwald kriegt das nämlich zustande. Aus dem Lignin, was die Bäume da mehr oder weniger abwerfen, und den Eiweißen, das fällt jedes Jahr im Herbst runter in Form von Blättern, machen die Huminstoffe. Das ist der zweitstärkste Prozess auf der Welt, Huminstoffe zu bilden. Deswegen gehört Holz auf dem Acker. Kann ja ein Streifen sein. Und nicht hier 5000 Hektar Acker und da 5000 Hektar Holz, schön weit auseinander, Autobahn dazwischen, das wird nichts. Wenn ich dort mal einen Spaten reinhalte, was ich besonders gern mache, sieht man ja sofort, wie die Wirkung der Huminstoffbildung dort aussieht. Wir haben runde Bodenkrümel. Rund ist wichtig, und deswegen, weil es so einfach ist, wird es übersehen. Das ist das Bodenleben. Das ist ein Biofilm auf den Krümeln. Das macht runde Krümel. Sind sie eckig, ist kein Bodenleben drin. Sieht zwar noch aus wie ein Krümel, aber da ist nichts los. Es ist der netzartige Verbund
zwischen Wurzeln und Krümeln. Dort tobt das pralle, mikrobielle Bodenleben und macht Huminstoffe. Logischerweise, um sich selbst das Habitat zu sichern, denn die runden Krümel sind elastisch, die kriegt man nicht gleich kaputt, irgendwann doch mal. Wenn man sie kaputt hat, kommt das hier raus, die typischen 1,5% Humusbildung. So ziemlich alle Betriebe haben Pi mal Daumen diesen Status, Tendenz immer wieder leicht nach unten. Frage ist, haben wir denn überhaupt eine Chance, unter solchen Bedingungen mit Tempo irgendwie Huminstoffe zu bilden? Natürlich. Jeder Betrieb hat 3-5% Humus. Jeder. Außer vielleicht, die Holländer, die bis an den Radweg ranflügen. Oder die Altländer, Obstbauern, die das Gleiche machen. Also die Straße wird gleich mit angekratzt. Da ist nicht ganz so. Aber ansonsten ist überall, ich mache nämlich Bodenproben generell hier und hier, ist überall 3-5% Humus da auf diesen Streifen. Warum? Dauernder Bewuchs, in der Regel viele Gräser, wird nicht kaputt gefahren, Gülle kommt nicht hin, ist vielleicht gar nicht so der entscheidende Faktor, aber keine Ernte, hoher Eintrag an organischer Substanz, vor allen Dingen auch an Frischsubstanz. Ist das schon das Ziel? Nein. Denn dieser Streifen ist noch nicht bewirtschaftet durch die Intelligenz des Betriebsleiters. Hier lässt sich noch ein bisschen was machen. Wie geht das? Erstens Düngung. Kennt man sich mit diesen Dingen, die vorhin angesprochen worden sind, mal ein bisschen aus. Zum Beispiel, weil man die Basensättigung festgestellt hat und das Gleichgewicht nicht erreicht war und versucht, das Gleichgewicht zu erreichen. Durch eine gezielte Maßnahme, das ist ein magnesiumübersättigter Boden, der hat ein Dreivierteljahr vorher Eisensulfat gekriegt, das war dazu empfohlen. Auf einmal wird es hier dunkel und krümelig, aber der Betrieb kämpft auf den Flächen, wo er das nicht gemacht hat, schon ewig mit Quecke und mit Ackerwinde, ist hier nicht drin. Unkräuter reparieren einen mikrobiellen Fehler in ihrem Habitat, das ist ihre Aufgabe. Deswegen ist der Begriff Unkraut ein Schimpfwort. Ich benutze ihn nur deshalb, damit ich nicht so viel erklären muss. Das ist ja irgendwie eingeführt und jeder versteht es. Genau genommen sind das ehrenwerte Pflanzen und sie sprechen zu uns, dass da was zu tun ist. Zum Beispiel mit diesen Pflanzen. Aber nicht bekämpfen, sondern nutzen. Vielleicht in einer Fermentation. Düngung hat auch noch ganz andere Aspekte. Wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, büßt man Ertrag einen Punkt. Kupferdüngung auf einem kalkstarken Standort, hier in den ersten 6 Metern, hoffentlich sieht man es. Das ist ein Versuch. Ich sage immer, mach die halben Felder und guck nach, was sich dann so tut, damit du sowohl dich als auch deinen Seniorpart, als auch deine Mitarbeiter überzeugen kannst. Der Versuch ist gelungen. Alle sind überzeugt. Düngung hat noch einen ganz anderen Aspekt. Wenn die Kalziumaufnahme zum Beispiel durch die flächendeckend geübte Praxis der organischen Düngung. Im April werden die Felder eingekesselt, dann wird schön eingesumpft, dann kratzt man das durch, weil es gesetzliche Forderung, dann versuchen wir mal da Mais anzubauen. Ja, wenn wir das so machen, führen wir zur Blockade der Kalziumaufnahme, Folge davon ist Fusarium. Hier muss nichts verändert werden, außer mitgedacht. Nackter Acker mit irgendwelchen Düngern, ob das Gülle, Kompost oder mineralisch ist, zu bepflastern, führt immer zu einer Überdüngung, weil da ist keine Pflanze, die damit was anfangen kann. Das muss in wachsende Bestände, das sieht nämlich dann so aus. Um der Frage gleich vorweg zu greifen, Mais braucht wintergrüne Zwischenfrucht, die kann man im Herbst und im Frühjahr begüllen. Man kann den Mais selber auch begüllen, man hat ja schon mal 3 Zeitpunkte, wo man eine ganze Menge unterbringen kann. Das hier ist Zwischenfrucht mit Kompost drin. Der Kompost wird in der Zwischenfrucht, in der Schattengare deutlich besser verstoffwechselt mit einfach mehr Wirkung. Zweitens, der Aufbau des Garenbodens geschieht natürlich auch durch Begrünung. Ich plädiere da für mehrere Varianten, nicht nur für eine. Eine von diesen Varianten ist die Untersaat. Eine zweite Variante ist die Zwischenfrucht.
Hier wieder ein Spezialfall, das ist eine wintergrüne Zwischenfrucht, die wird dann runtergemulcht, auf die Kartoffeln gestreut. So, und von wegen nicht leistungsfähig, wenn man keine mineralischen Dünger verwendet. Ich weiß nicht genau wie viel, aber so um die 40 Tonnen Frischmasse waren es. Und das ist der Franz Brunner seines Zeichens also schon auch Jahrzehnte einbringen. Allerdings ist das doppelte Zwischenfrucht. Natürlich Komposté drinnen, natürlich Fermente drinnen, natürlich Kinsegedingt, deswegen kommt der Leistung. Drittes Beispiel, Umgang mit Pflanzen, Umgang mit Begrünung. Das sind Mischkulturansätze, ich sage heute dazu Begleitpartner und Blühkomponenten. Sommerdurum im Marchfeld, knastertrockene Gegend, und wenn man da einen kleinen Fehler macht, einen halben Tag zu spät, erntet man nichts. Außer man hat Mischpartner drin. Das sieht hier nicht aus wie Multikulti. Hier sieht man immer noch Sommerdurum und die kleinen Komponenten fallen ja raus bei der Ernte. Wenige Pflanzen je Quadratmeter reichen aus, den Boden mikrobiell zu beimpfen, damit sich über die Datenautobahn Mykorrhiza die Pflanzen stressfest verhalten können. Die Kultur in dem Fall. Wie gesagt, Multikulti ist eine tolle Sache, muss man nicht immer ganz so anpacken. Das geht auch. Dritter Schritt. Bewachsene Flächen, und erst dann, wenn sie bewachsen sind, geht es soweit überhaupt, diese Grünmasse in Rotte bringen. Da ist ja die Fräse, von der vorhin die Rede war, es muss nicht immer so gemacht werden, das ist nur einfach eine Technik, die sich weit etabliert hat. Da wird flach und locker, würde diese Kombination, flach und locker abgeschält, dann läuft nämlich der Bodenstoffwechsel, flach und fest, da läuft er nicht. Was macht man da? Man legt der Bodenbiologie, auch vor allen Dingen der Mikrobiologie, eine TMR vor, eine Totalmischration. Wie bei den Rindern auch, muss die Totalmischration einen bestimmten Energiegehalt haben, sonst läuft das nicht. Sonst gibt es keine Rotte. Rotte adäquat zum Verdauungsprozess, bei Ruschmal entlehnt, er war ja auch Arzt und hat festgestellt, dass die mikrobiellen Stoffwechselschritte im Darm ungefähr das gleiche sind wie in der Wurzel, heute allgemein von der Wissenschaft anerkannt. Hat lange gedauert. Diese TMR muss energiereich sein, deswegen muss da auch ein gewisser Anteil an Grünmasse drin sein und nicht ein gewisser Anteil an Erde. Allerdings ist der Kontakt Erde und Grünmasse entscheidend dafür, dass das überhaupt geht. Denn das ist der Grund, weshalb flach. Diese Rotte sollte... Nee, andersrum, Flächenrotte ein zentrales Element der Huminstoffbildung, das ist also einer der Prozesse, wo Huminstoffe gebildet werden. Wie war der erste? Gras und grasfressende Tiere, der lichte Laubwald und die Flächenrotte. Es gibt noch deutlich mehr, das sind also die ersten drei wichtigsten. Diese Rotte sollte gelenkt werden mit Rottelenkern. Diese Rottelenker sollten idealerweise dahin gebracht werden, wo die Rotte auch stattfindet, also räumlich und zeitlich, deswegen in den fließenden Erdstrom einspritzen. Es gibt etliche, viele kann man selbst herstellen. Es ist wichtig, weil da die Betriebsindividualität mit reingebracht werden kann. So, Fermente sind die vorrangig zu verwendenden für diesen Zweck, Flächenrotte. Vorrangig heißt, das ist natürlich auch nicht die einzige Lösung, aber es ist eine wichtige. Warum überhaupt Flächenrotte? Die Natur braucht doch keine Lenkung. Braucht sie nicht. Aus der Zeit, 1000 Jahre für die Wiederbesiedlung kaputter Böden mit Wald, so lange können wir vielleicht nicht warten. Jeder Käser, jeder Brauer, jeder Winzer, jeder Bäcker verwendet Lenker für seine mikrobiellen Stoffwechselprozesse, eine Ansatzhefe und weiß ich was noch. Sollten wir auch machen, um Sicherheit und Tempo reinzubringen in die Sache. Deswegen Rottelenker und die versuchen das ganz ohne hinzukriegen. Kann funktionieren, aber bitte nicht anrufen bei mir, wenn es nicht geklappt hat. Der fünfte Punkt ist mir Gott sei Dank schon entlehnt worden. Es ist ein huminstoffbildender Prozess, die Kulturpflanzen aus dem Stress rauszuholen, den sie unerkannterweise sehr häufig hat. Da macht sie nämlich die Lentizellen im Wurzelbereich zu und die bleiben zu, bis wieder ein Umweltreiz kommt. Das heißt, die Pflanze macht Notbetrieb, nimmt kein Wasser und damit keine Nährstoffe auf, wenn sie Stress hat, bis ein Umweltreiz kommt. Und das könnte eine vitalisierende Blattbehandlung sein, wie
vorhin gerade im Hintergrund angedeutet von der Ingrid. Also, Pflanzenbestände gesund und vital erhalten bedeutet, diese Kulturpflanzen auch zur Huminstoffbildung zu nutzen, bis zu 1000 Kubikmeter je Hektar Wurzelexudate im Mais, bei Lore Kutschacher gut nachzulesen, aber Hennig hat auch davon geschrieben, gut zu sehen, wenn man im Juli mal rausgeht in Mais und bei Regen mal sich da unten den Wurzelbereich ansieht. Wenn man die Kulturpflanze also durch Vitalisierung selbst zum Werkzeug macht, nicht nur Zwischenfrüchte, Untersaaten, Mischkulturen, Kompost und so weiter, dann hat man überraschende Effekte. Das ist Raps. Ich habe voriges Jahr zweimal Bio-Rapsblütentag gemacht. Das ist Raps. Im Winter aufgegraben, im Herbst Komposttee zweimal. Komposttee, ja, mit Bohr. Kalk ist gestreut worden, der ist hier nicht gespritzt worden, aber Kalk gehört da prinzipiell mit dazu. Nullparzelle, Feld. Was dem Betriebsleiter selber gar nicht so aufgefallen war, war der Farbunterschied im Boden. Innerhalb von 3 Monaten Huminstoffbildung. Was der Betriebsleiter aber sehr deutlich gesehen hat, Ackerhellerkraut nur in der Nullparzelle, warum das denn? War da gar keine Unkrautbekämpfung, ist ja ein Biobetrieb, außerdem Striegeln hält er sowieso nicht so viel von. Weil das Hellerkraut einen Kalkaufschluss macht und die Bodenbiologie repariert, damit die weitermachen kann. Das Hellerkraut ist aus der Aufgabe rausgenommen worden durch diese Kompost-T plus Bohrspritzung im Kalkstrand. Außerdem ist mir aufgefallen, dass der Raps nicht überwachsen war. Im Herbst muss man beim Bio-Raps ein bisschen Gas geben, also dicke Wurzelhälse machen. Die gehen dann schnell mal in die Höhe mit dem Kompost-T. Ein kleines, eiförmiges Meristem in der Nullparzelle, 4 cm Sprossstreckung. Nix hier mit den Mitteln, die ich jetzt nicht mehr aufzählen will. Beispiele für regenerative Landwirtschaft. Vorhin war die Frage, wo fangen wir an? Ich habe deshalb diese 5 Schritte so aufgezählt, um damit auch eine zeitliche Reihenfolge zu geben. Machen Sie sich ein Bild von den mineralischen Eigenschaften Ihres Bodens. Zweitens, sorgen Sie für Begrünung, und zwar so viel wie nur irgendwie geht, so viel wie geht. Drittens, setzen Sie sich damit auseinander, wie man begrünte Flächen in Rotte bringt und nicht bloß schwarz macht. Viertens, was ist ein Rotterlenker, wie funktioniert der, wie mache ich das, da muss ein bisschen Logistik betrieben werden. Fünftens, machen Sie die Bestände gesund und vital. Und dann kommt so ungefähr das raus. Und das war, wie überall in der blanken Praxis, logischerweise in Ausnahmejahr, dort stand aber ein erntefähiger Rapsbestand, 2 Tonnen mal 100 Euro im Doppelzentner, lässt sich doch sehen. Gemüsebau, hier ging es darum, gleichmäßige Anwachsraten hinzukriegen und nicht dauernd mit der Hacke drin rumzufahren. Ein Beispiel regenerativer Landwirtschaft, nach doppelter Zwischenfrucht, nach Flächenrotte und so weiter. Nochmal Gemüse, weil ich hier damit gerechnet habe, dass wir hier so ein bisschen gemüselastig argumentieren müssen, habe ich mehr Gemüse reingepackt. Rotkohl, herkömmlich, das ist ein Demeterbetrieb im Havelland. Lange Diskussion, weil Flächenrotte, um Gottes Willen, macht ja noch mehr Arbeit, wir haben schon genug. Die Diskussion ist beendet. Wegen des Ertrages. Hat man keine Möglichkeit, aufgrund der Anbautechnik oder der Satzfolge mit Zwischenbegrünungen, mit Untersaaten, mit Mischpartnern in der Kultur zu arbeiten, dann sollte man die mikrobielle Signatur der Pflanze für den Boden auf andere Wege dahin bringen. Zum Beispiel mit einem Mulch, ist ja logischerweise hier ein Fermentmulch. Es gibt noch mehr Möglichkeiten, die Information der Pflanze dahin zu bringen, ohne dass die Pflanzen da stehen müssen. Ich sage jetzt mal homöopathische Ansätze und wieder Fermente. Komposte, im Komposte. Noch so ein Beispiel, sieht ja erstmal aus wie Weizen, aber das ist eine knasterdürre Sandecke.
Der erntet 35 Doppelzentner und die Nachbarn mit allem Zick und allen Schmick 25 Doppelzentner Roggen. Geht also durch regenerative Landwirtschaft, baut man Humus auf, das war mein Ausgangssatz, das ist auch mein fast Endsatz. Dieser Humus speichert Wasser und zwar auf andere Wege, wie wir denken. Nicht bloß irgendwie in Gel machen, sondern eine chemische Wasserspeicherung, höchst leistungsfähig. Und das rettet den in der Trockenheit. Die Bestände werden schlicht und einfach stressfester. Soweit an dieser Stelle. Ich möchte Sie einladen, sich da hinten ein bisschen mit dem Prospektmaterial zu befassen. Da ist der Bodenkurs beworben. Aber auch ein neues Zwischenfruchtprogramm für die regenerative Landwirtschaft ist bei Carmena erhältlich. Des Weiteren ein bisschen Dosiertechnik für die vielleicht den einen, den anderen schon jahrelang nicht mehr begegnete Spritztechnik. Muss ja nicht immer aussehen wie eine Feldspritze. Gerade dann, wenn man die jeweiligen Präparate an der Maschine ausbringen muss, die nicht 21 Meter breit ist, sondern bis 3 Meter. Soweit an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören. www.grünebrücke.de, bitte mal reingucken. Herzlichen Dank. Das fand ich sehr interessant. Wieder angeschlossen an den Ingrids Vortrag. Also, wir haben jetzt auch wieder gut 10 Minuten Zeit, Fragen zu stellen. Und ich würde auch bitten, dass wir starten mit Verständnisfragen. Verständnisfragen dazu. Ja, das ist schon mal gut. Jeder traut sich. Dann gehe ich einfach schon mal rein. Also ich bin der Helge nochmal und ich hätte konkret die Frage, wie sieht in deinem Betrieb so die Fruchtfolge klassisch aus? Wie integrierst du die Zwischenfrüchte, was baust du welche Kulturen an? Ich wiederhole es nochmal kurz, die Frage ging nach zur Fruchtfolge. Fruchtfolge ist generell eine Notwehrreaktion auf abnehmende Bodenfruchtbarkeit. Nimmt die Bodenfruchtbarkeit durch solche Anbaumethoden zu, ist das nicht mehr ganz so wichtig, also ganz... Huch. Das sollte nicht der Fall sein. Zweiter Punkt. Es sind ja 3 Methoden zur Etablierung von Begrünungen vorgestellt worden, nicht nur Zwischenfrüchte. Will man Zwischenfrüchte anbauen, braucht man zunächst frühräumende Kulturen, das heißt nach Getreide. Was man idealerweise direkt sagt, weil Bodenbearbeitung im herkömmlichen Sinne zu viel Ausfallgetreide führt. Ist das ja so? Spätzwischenfrüchte, zum Beispiel nach Silomais oder nach spätem Kohl, kann man mit Wintergrün machen. Das Wintergrün ist beschrieben mit Blüten im Carmena-Prospekt. Gott sei Dank. Wintergrüne Kulturen wie Getreide zum Beispiel, denen kann man die Untersaaten verpassen. Da hat man nämlich im Sommer mit der Ernte eine Begrünung zu der Zeit, wo die meiste Energie vom Himmel kommt, den ungenutzt verzischt. Im Zuge der Abreife reduziert das Getreide die Wurzeln und die Untersaat würde weitermachen. Ganz wichtig. Generell ist es sinnvoll, wenn man in der Fruchtfolge circa Hälfte Winterung, Hälfte Sommerung hinkriegt, kann nicht jeder, deswegen gibt es ja auch die Ausweichweihe. Nächste Frage bitte, ich habe noch 2,5 Minuten. Hubert, ich habe noch eine Frage zu dieser Humusbildung oder Humusaufbau. Sepp hat es, glaube ich, heute oder gestern im anderen Zusammenhang oder andere haben erzählt, entscheidend wäre immer die Wurzelmasse im Boden. Mir ist nicht so ganz klar, was jetzt seine Rolle der Kompost hier, welche Rolle der dann da spielt. Also spielt schon nach Kompost, die Kompostgaben auch eine Rolle für Humusaufbau oder spielt das aus deiner Sicht
ja, keine so eine große Rolle. Und das nächste wäre für mich so, du hattest das so ein bisschen angedeutet, es gibt die Regenwürmer einerseits und die Mykorrhiza etc. etc., die großen Plegaten andererseits, bedingt sich das nicht gegenseitig ein bisschen. Also da, wo ich sehr viel sonstiges Bodenleben habe, wo also dann auch genügend organische Material da ist, das Humusaufbau da sein kann, habe ich automatisch auch die Regenwürmer, weil dann habe ich für die auch was zu essen da. Und wenn ich das nicht habe, kann ich weder das eine haben noch das andere, weil ich aus meiner Sicht, sagen wir mal, gehören die sowieso zusammen. Also Kompost, Mykorrhiza, Regenwürmer, hoffentlich war das so die Reihenfolge. Die klassische Konstellation ist meinetwegen eine Betriebsgröße von 53 Hektar war es jetzt und weiß nicht genau wie viel, aber 20 Kühe sind vielleicht 400 Tonnen Kompost. So ein ziemlich nicht passendes Verhältnis, um jedes Jahr jeden Hektar mit 20 Tonnen beispielsweise, meinetwegen auch 10, zu düngen. Es geht einfach nicht, da reicht nicht. Welche Wege haben wir? Entweder wir verzichten auf die Wirkung des Komposts Jahr für Jahr auf einen Anteil der Fläche, das ist nicht so schön, machen aber viele. Oder wir machen mehr draus. Ich habe nichts davon, die Stadtmüllentsorgung auf eigenen Betrieb zu holen, da holt man sich neue Probleme an die Backe, die werden einem zwar finanziell versüßt, aber es bringt halt auch viel Ärger. Der Kompost, der da liegt, die 400 Tonnen, wenn sie so mit Liebe gemacht werden wie beim Sepp, könnte man doch in eine wässrige Lösung überführen, idealerweise dynamisiert, mit einem Vortex-Kompostbrauer, liegt da hinten noch. Dieser Kompost-Tee, dieser Kompostauszug, mit einem Spritzgerät ausgebracht, vitalisiert die Pflanze, weil die Huminsäure da drin, zum Beispiel, ist noch viel mehr drin, weil die Huminsäure da drin als Phytohormon wirkt. Das ist ein Testosteron für Pflanzen. Und so wird das mit dem Kompost-Tee gemacht. Wenig Kompost, viele Fläche, ordentlicher Komposttee. Die Mykorrhiza, genauso wie Regenwürmer, kriegt sie etwas mehr Aufmerksamkeit wie die anderen Bestandteile des Bodennahrungsnetzes. Die sind aber auch noch da und arbeiten auch. Mykorrhizierte Pflanzen sind im Ackerbau nicht 90%, wie es in der Literatur steht, sondern manchmal bloß 50% drin. Baut man Buchweizen an, noch weniger. Deswegen sollte man die Funktionen der mykorrhizierten Pflanzen in die Untersaat reinpacken. Deswegen gehört da ein bisschen Gras mit rein und in die Zwischenfrüchte. Da gehören wenigstens ein Drittel mykorrhizierte Pflanzen rein, zum Beispiel die verschiedenen Hafervarianten, Mais, Sorghum. Die dritte Frage, die Regenwürmer füttern. Dauernde Begrünung mit so ungefähr 2 Wochen Pause dazwischen, um ein begrüntes Feld über die Flächenrotte wieder sehfähig zu machen und Humus aufzubauen. Dauernde Begrünung ist eine Voraussetzung für das gesamte Bodennahrungsnetz zur Existenz, auch für Regenwürmer. Also lange Pausen zwischen den Kulturen verbieten sich. Was macht man denn jetzt, wenn Getreideernte Mitte August war und Ende September wieder die Felder vorbereitet werden sollen? Das sind 6 Wochen, nicht 2. Entweder sind sie grün durch Untersaat oder man baut eine Kurzzeit-Zwischenfrucht an. Bitte mal im Kamina-Prospekt nachlesen, brauche ich jetzt nicht alles erklären. So, ich hoffe, ich habe sie alle drei erwischt. Du bist halt durchgebrochen und es ist trocken, passiert auch nichts. Also du bist als Landwirt auch abhängig vom Wetter. Aus diesem Grunde habe ich vorhin gerade gesagt, es gibt mehrere Varianten, Zwischenfrucht ist nicht die einzige. Ich plädiere dafür, die Untersaat 10% mehr ernst zu nehmen wie die Zwischenfrüchte, denn wenn es im August knasterdürre ist, so wie es war, und es von vornherein klar ist, das wird nichts mit der Zwischenfrucht, dann steht ja immer noch eine gesteuerte Begrünung drauf. Hat man keine Untersaaten 3/4 Jahr später angelegt, steht da nichts. Die ganzen Leistungen fallen aus. Auch mit 3x Zwischenfruchtsäen hat es im August letzten Jahres nicht funktioniert. Deswegen, das ist nicht die einzige Variante. Okay, noch eine Frage? Ich glaube, eine darf noch. Ja. Lisa heiße ich, hallo. Ich wollte fragen, ob es irgendwo schon schriftlich gibt, welche Unkräuter was anzeigen, so wie du das gesagt hast von dem Acker-Heller-Kraut. Ja.
Also ohne einem Autor nahe zu treten, die deutschsprachige Literatur ist ein bisschen dürftig. Bei Ellenberg gibt es die Wertigkeit, die Zeigerpflanzenwertigkeit, das bezieht sich auf die Standorte. Dann gibt es beim Boas ja die dynamische Botanik, das bezieht sich auf die Anbausysteme. Dann gibt es den Otto Wesag, der mir wichtig ist, weil er von BBZ bei Machner kam, der sich ein bisschen rausgewagt hat und auf die Wirkung der Anbausysteme abgehoben ist, aber im Grunde genommen interessiert die mikrobielle Signatur. Da gibt es international aktuell ein paar Arbeiten. Wir versuchen uns das gerade zu erschließen, außerdem mache ich ja selber genug Chromas und diverse andere Tests, um der Sache auf die Spur zu kommen. Da bewegt sich viel. Deutschsprachige Veröffentlichungen werden vermutlich durch unsere Hände gehen müssen. Kommen noch. Kannst du da englischsprachigen Namen nennen? Weil ich glaube, viele Leute können auch Englisch hier. Wir arbeiten hier ein bisschen spezialisiert, deswegen gebe ich es mal weiter. Es gibt im Englischen tatsächlich sehr gute Literatur inzwischen schon. Ist halt das Problem. Es ist dann der englische Name, oder, aber zum Glück wird auch der lateinische angegeben. Da gibt es Wheat and What They Tell Us. Oder, also ich mache so, ich schreibe es am besten hier vorne dann an. Ich muss selber jetzt mal gucken. Ich bin im Moment dran. Ich habe also daheim schon eine Excel-Tabelle mit ganz viel Kräutern, Unkräutern, wie man sie auch immer nennen will. Merken sich eins, sie erreichen ca. 70% der Kräuter, Unkräuter, wenn sie die Kalkversorgung in Ordnung bringen. Das, also Kalk, Gips mit Melasse ausgebracht, das wirkt ja wie ein Herbizid. Das ist auch meine Erfahrung, die meisten Samen und Kräuter haben die Aufgabe, die Kalkverfügbarkeit zu verbessern. Das hängt sowohl von der Anwesenheit von Kalk ab, deswegen muss da gelegentlich was gestreut oder gespritzt werden. Aber in Pflanzendosen, um Gottes Willen nicht 10 Tonnen. Aber auch von der biologischen Aktivität des Bodens, wo die Kulturpflanze gerade drin wächst, weil die CO2-Bildung im Boden, die Bodenatmung, macht den Kalk überhaupt erst verfügbar. Das heißt, Kalk alleine hilft da nicht so viel. Wir müssen uns nach wie vor immer wieder darum kümmern, dass der Bodenstoffwechsel im Gange ist und im Gange bleibt. Dann lasse ich das mal als Schlusswort stehen für den Naturwissenschaftler.